Wenn Sie dieses Video sehen, freue ich mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Wir sollten gleich beginnen. Bist du schon wieder in diesem scheiß Virtual Reality anzuchen? Naja, ich wollte hier nur noch gerade. Entschuldigung. Wir verlassen uns auf dich. Klar. Ich will jetzt wirklich keinen Druck aufbauen. Aber die Zukunft von deinen und damit auch die deiner Kollegen liegt in deinen Händen. Das sind Goldgräberzeiten. Ja. Wie du siehst, grabe ich auch schon fleißig. Nicht nur um deinen Arsch, es geht vor allem auch um meinen Arsch. Wie wäre es, wenn du deine Energie mal in deine Arbeit anstatt in diese kleine Jazzsängerin steckst? Hm? Sonntag. Letzte Chance für die Präsentation. Stress und ich konnte nicht rangehen. Hast du denn mal wieder Zeit für deine Traumfrau? Klar. Du, war einfach zu viel los in letzter Zeit, deswegen. Okay, ich lade dich ein. Morgen gemütliches Picken? Morgen muss ich sehen, ob ich das schaffe. Mhm. Okay, pass auf. 16 Uhr, Schlosspark. Ja? Die Leute sind zu blind, um die Zukunft zu erkennen, wenn sie vor ihnen steht. Vielleicht war dieser Virtual Reality Taucheranzug auch nicht gerade deine beste Idee. Remote-Stimulation der erogenen Zonen nennst du eine schlechte Idee? Millionen Paare, die in Fernbeziehungen leben, können sich streicheln und anfassen, egal wo sie sind. Hast du dir schon mal überlegt, warum du so gerne an diesem Schloss bist? Das hier alles haben Menschen erschaffen, die sich ihre Realität selbst gestaltet haben. Wie willst du denn wissen, dass das die bestmögliche Realität ist? Das ist sie, glaub's mir. Du musst dich nur darauf einlassen. Wenn das Projekt vorbei ist, bin ich ein ganz neuer Mensch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Mensch, der du jetzt gerade bist, das nächste Woche zu meinem Konzert schafft. Der neue Song, den habe ich für dich geschrieben. Vielleicht ist ja hier was dabei, das dich inspiriert. Der gesammelte VR-Schrott der letzten Jahre. Krass. Du, ich mach morgen weiter. Morgen. Warst gestern nicht da, jetzt kommst du mir mit morgen. Schau dich um, siehst du, was ich alles für dich tue? Das beste Büro für das größte Genie. Hopp, hopp, revolutionier die Welt. Okay, aber heute muss ich jetzt. Bis morgen. I guess I'll see you in my dreams tonight. I think that
just alright. You started dancing with the devil. A million monsters came along. All you saw was your desire. Never regret what wasn't done. I drew some lines to keep you breathing, but no air's your screaming line. A single cable held your loving, and your soul was never mine. You promised me you would save my heart. I really like it. So you better don't love me. Wie besessen sie davon sind, die Biene auf dem Bildschirm zu bannen. Wir ersetzen unsere Netzhaut durch Bildschirme, indem wir sie immer näher an uns heranrücken. Dabei sind sie so wahrhaftig, ihre Freunde. Wie bitte? Woher wissen sie denn, dass wir... Glauben Sie an technische Evolution? Wir reden, wenn Sie aufgehört haben, Ihren Augen zu trauen. You promised me you would save my heart. Bisher bestand der Fortschritt nur in einer Optimierung der Bildschirme, indem wir sie immer näher an die Augen gerückt haben. Das war technische Revolution. Die Zukunft ist technische Evolution. Die Zeiten, in denen wir Inhalte Dritter rezipieren, sind vorbei. Der Content kommt fortan aus dem Zuschauer selbst. Das eigene Unterbewusstsein, die eigenen Träume, kombiniert mit den Informationen einer universellen persönlichen Datenbank. Das perfekte Entertainment. Wenn Sie dieses Video sehen, freue ich mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Wir sollten gleich beginnen. Den Bodycord haben Sie ja bereits. Verbinden Sie nun das eine Ende mit Ihrem mobilen Endgerät. Es handelt sich um eine bionische Universalschnittstelle. Dann verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Bauchnabel. Herzlich willkommen in Ihrem Unterbewusstsein. Sie können nun generieren, was Sie wollen. Es wird real. Ich bin mir sicher, dass Sie das Zeug dazu haben, den Bodycord zu beherrschen. Sie müssen nur den Code optimieren, um eine perfekte Welt zu erschaffen. Thank you.
Glaubst du wirklich, dass das so funktioniert? Ja, du musst das mit dem Beamten verbinden. Nein, und dann. Das mit uns. Was? Du bist seit Tagen nicht erreichbar. Für meine Musik interessierst du dich nicht und auch sonst nicht. Na, komm schon, natürlich interessiere ich mich für deine Musik. Das Einzige, wofür du dich interessierst, ist dein Technikmüll. Das ist die Zukunft. Ich mach das doch auch für dich. Daniel. Ich hab doch alles für dich getan, oder? So enttäuscht. Deine Liebesprobleme, die kannst du aber jetzt woanders lösen. Ich ertrag dein Gesicht nicht mehr. Ich muss jetzt zum Vorstandsmeeting! Und was habe ich zu präsentieren? Nichts! Vertrieb und Marketing. Das ist auch unser Daniel! Der Daniel! Du bist ein Genie! Naja, das ist unser CEO. Den stelle ich dir jetzt vor. Musik! No.
Fenster. Daniel, du hast alles richtig gemacht. Willst du mich heiraten? Ich muss gestehen, ich bin nur mäßig beeindruckt. Ist das wirklich alles, was du dir wünschst? Ein schütterer Applaus auf kleiner Bühne? Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets... Scheiß drauf. Sagen wir, ich bin ein Freund, den du um Hilfe gebeten hast. Na, was erwartest du von mir? Was ich mir wünsche? Wenn das alles nicht echt ist? Was ist schon echt? Warum hältst du bloß so an deiner kleinen Scheißwelt fest? Warum erschaffst du nichts von Bedeutung? Was soll das denn bringen, wenn das alles nicht wahr ist? Fühlt sich das etwa nicht wahr an? Es scheint so, als steckst du in einem Dilemma, mein Freund. Lass mich zurück. Lass mich zurück in die Wirklichkeit. Du willst die Wirklichkeit? Ich zeige dir die Wirklichkeit. Lass mich zurück in die Wirklichkeit! Ich kündige. Heilige.
wasn't done.